Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Oddworld Soestum. Schön, dass ihr am Start seid. Ich bin gerade ganz leicht genervt, denn ich musste natürlich nochmal vom Checkpoint oben alles bis hierher spielen, weil wir hatten die Folge halt beendet ohne Checkpoint. Das war mir schon ganz klar. Dann habe ich alles bis hier runter gespielt, habe den Typen hier unten rechts, ich will jetzt nicht zu weit vorlaufen, weil der kann hier hochschießen, der gerade hier unten langgelaufen kommt. Den habe ich gechartet, habe alle anderen getötet und konnte ihn nicht platzen lassen. Es ging einfach nicht. Ich konnte aber auch nicht mehr aus dieser ganzen Chart-Geschichte rausgehen, also dass ich wieder ganz normal Ape spiele, sondern ich war die ganze Zeit bei, also ich war halt er, ne, und konnte nichts machen. Ich konnte ihn auch nirgendwie umbringen, deswegen musste ich die Mission neu starten oder den Checkpoint neu laden. Habe ich getan, bin am Checkpoint rausgekommen, konnte mich überhaupt nicht mehr bewegen. Also ich konnte weder nach links, rechts laufen, Items werfen, gar nichts. Jetzt musste ich das Spiel zweimal neu starten. Beim ersten Mal Neustart hat das Spiel direkt beim Starten gecrashed und jetzt beim zweiten Neustart funktioniert zum Glück wieder alles. Jetzt bin ich wieder hier runtergerannt, stand hier blöd an der Ecke zum Anmoderieren der Folge, wurde von dem Typen abgewallert und durfte nochmal bis hierher spielen. Es ist also, ja, die Laune leicht im Keller, aber das gibt sich gleich alles wieder. Dafür habe ich jetzt langsam eine Idee, wie wir das schaffen mit den Hunden hier unten. Denn wir sind ja stehen geblieben, wir sind nicht weitergekommen, weil wir mit den Hunden nicht weiter wussten. Mir ist eine Lösung eingefallen. Ich hau jetzt erstmal kurz das Fitzi-Ding hier runter. Und zwar würde ich das ganz gerne so machen. Wir schnappen uns jetzt erstmal den Typen. Dann können wir auch hier oben den hier abballern. Dann können wir den hier drüben abballern. Dann machen wir jetzt erstmal die beiden hier leer. Und zwar ist mein Gedanke, ich weiß noch nicht, ob es funktioniert. Aber wenn wir den hier platzen lassen und ich hoffe sehr, dass es jetzt wieder funktioniert. Kisten könnten wir mal noch kaputt schießen. Wenn wir den platzen lassen, kommen ja hier nochmal zwei neue her. Und wenn ich den platzen lasse, ganz schnell mit Ape hier runterrenne und die Hunde raushole, mir dann den neuen charte und mit dem hier dann einfach die Hunde hier runter abballer, müsste es ja eigentlich funktionieren. Ich weiß halt nicht, wie lange die Zeit ist von platzen lassen, bis der neue hier rauskommt. Das werden wir dann gleich mal rausfinden. Aber vielleicht funktioniert es ja. Ich lasse noch kurz hier den letzten raus, genau. Dann machen wir mit dem das hier. Jetzt ist die Frage, okay, der kommt direkt raus. Das ist schon mal sehr schlecht. Aber können wir den nicht auch irgendwie betäuben? Das ging doch auch, oder? Nee, ging nicht. Ich dachte, wir hätten den noch irgendwie... So, hier, doch. Indem ich nur kurz drücke. Genau, jetzt ist der nämlich betäubt. Ihr wartet alle da oben. Wir holen die Hunde hier raus. Kommen die? Ja, die kommen. Jetzt springen wir wieder hoch. Oh, jetzt kommen die sogar unten durch. Okay, krass. Haben die ja beim letzten Mal nicht gemacht. Nein. Scheiße. Ah, jetzt haben wir natürlich keinen mehr, aber wir können den hier oben holen. Nicht kaputt gehen. Ah, hier kam ja doch noch einer. Okay. Wir holen jetzt erstmal die Hunde. Das sieht schon mal gut aus. Jetzt müssten nur die anderen noch weiterkommen. Machen sie aber nicht. Dann betäuben wir den, holen uns noch den anderen. Aber so könnte es auf jeden Fall funktionieren. Ich hoffe sehr. So, du her. Ballern wir den Typen erstmal ab. Und jetzt volle Kanne auf die Hunde. Ich glaube, wir haben es geschafft. Es sei denn natürlich, hier kommen endlich viele Hunde nach. Dann haben wir ein Problem. Ach, drei Kreuze, wenn wir das geschafft haben und am nächsten Checkpoint sind. Ich habe es jetzt so oft gespielt. Wir haben ja in der letzten Folge schon gefühlt 1 Million Versuche gebraucht. Und jetzt auch nochmal, bevor die Folge hier losging. Ich bin... Okay, diese komischen Lampen blinken zumindest nicht. Ah, hier ist ein Checkpoint. Gott sei Dank. Drück diesen Schalter, mach das Ding aus, lass mich durch. Wir haben es geschafft, ich fasse es nicht. Schwieriges Level auf jeden Fall. Muss man ein bisschen mehr überlegen. Und vor allem war halt der Checkpoint einfach immer so weit weg, dass man halt so viel neu spielen musste, dass man da echt so ein bisschen die Nerven verloren hat. Ich lasse die mal kurz warten, weil ich glaube, die kommen hier eh nicht mit. Wird wahrscheinlich nur ein Geheimareal sein oder irgendwie sowas in der Richtung. Was haben wir denn hier alles liegen? Alles leere Flaschen. Müssen wir dann unbedingt nochmal zum Pfandautomat. Sehr schön, da haben wir es. Dann wieder auf, zurück. Hier haben wir doch einen Pfandautomat. Dann können wir uns gleich mal ein bisschen Geld holen.
185 Mula, 50 Stück gab's gerade. Steinbonbons sind voll, das passt alles. 80 müssen wir bezahlen. Und der nächste Checkpoint. Schleiche dich auf den Lagerplatz des Depots, erreiche Terminal 2, nimm den Versorgungs-irgendwas. Gummiband. Ja, wir haben doch genug. Aber es war eh, glaube ich, kostenlos. So, Checkpoint ist da. Ich hoffe, wir müssen... Na, nicht wieder diese Lieferkanone. Wir müssen auch vorher auswählen. Wir nehmen Steinbonbons. Gott, ich sehe ja gar nichts. Wo kommen die, wo kommen die, wo kommen die, wo kommen die? Da oben ist einer. Hier sind welche. Oh Gott. Das war mit dieser Fitzi-Geschichte irgendwie ein bisschen... Bisschen geiler. Da musste man wenigstens nur einmal treffen. Aber hier können wir zumindest Dauerfeuer draufpreschen. Ich glaube, wir haben es erfolgreich absolviert. Kommt hier noch mehr? Nee, wir haben es. Ey, das lief doch ganz gut. Geilo, Terminal 2 Depotplatz. Ach, nimm den Versorgungslift nach oben, stand da. Und stell die Weiche um. Ui. Ich würde mal sagen, unsere Homeboys warten hier mal eine Sekunde. Kommt zumindest erstmal gerade kein Zug. Euch müssen wir auch noch irgendwie mitkriegen. Sollte ich die doch mitnehmen? Ich dachte, wir können hier unten jetzt irgendwo eine Weiche umstellen. Komm, macht schnell. Macht schnell, macht schnell. Ah, die sind bestimmt gleich tot. Die sind gleich tot, die sind gleich tot. Ah. Es tut mir leid, liebe Mudokons. Kommen die mit? Schaffen die das? Die brauchen halt aber wieder auch ein Jahrhundert dafür, ne? Die sind bestimmt auch gleich tot. Kommt, kommt, kommt. Wie soll man das schaffen, ne? Tut mir leid. Aber ich habe es eh ein bisschen aufgegeben. Mit der ganzen Mudokon-Retterei. Jetzt lasst mich mal gucken. Wir müssen hier wieder so blöd rüberklettern. Oh shit. Hä? Wie hat denn der mich jetzt... Ach komm. Na gut, dann haben wir zumindest nochmal die Chance, die Mudokons zu retten. Dann nehmen wir euch jetzt mit. Ihr kommt hier runter. Kommt der Zug hier unten hin? Er kommt hier unten hin. Gut, dann retten wir keine Mudokons. Ach Mist. Es tut mir wirklich leid. Wo sind denn die anderen? Habe ich die nicht warten lassen? Jetzt alle tot? Oh nö. Komm, wir lassen uns nochmal sterben. Ich dachte eigentlich, ich habe die hier oben warten lassen. Ihr wartet, ne? Genau. So, dann gehen wir mal hier runter, holen uns den ganzen Scheiß. Eigentlich ist es doch nicht so schwer. Ihr kommt mit. So, und jetzt... Achso, es könnte sein, dass ich die oben mit erwischt habe, als ich zu allen gesagt habe, mitkommen. So, wenn ihr mal ein bisschen Lack machen würdet, so ein kleines bisschen, danke. So, jetzt müssen wir direkt, sobald der weg ist, rennen und springen. Weil wir brauchen die Zeit. Kommt, kommt, kommt. Ja, dann ist es eigentlich auch easy machbar. Kommt hoch, kommt hier rüber, hier rüber, hier rüber. Sehr gut. So, jetzt wartet ihr alle mal. Ich habe absolut keine Ahnung, wie ich das hier schaffen soll. Also vor allem nicht mit den Mudokons. Wenn die hier hinterher springen und die Sniper noch da sind, das wird definitiv gar nichts. Also der schwenkt links und rechts, der unten auch. Das heißt, ich muss den ja eigentlich nur ausweichen. Aber ich glaube, ich muss das erstmal alleine machen, weil mit dem Mudokons, das wird doch... Ja, das wird auf gar keinen Fall was. Der geht oben lang. Dann kommt der unten. Das heißt, jetzt muss ich hoch. Rüber. Wie springe ich denn runter? Ihr habt's gesehen, er ist wieder dran hängen geblieben, hat sich nicht festgehalten. Och, Leute. Das macht echt keinen Spaß. Gut, wir lassen die Mudokons jetzt erstmal. Ja, wenn, dann würde ich eh ohne die hier runter, hier rüber klettern und mal gucken, ob wir die dann hier drüben irgendwie wiederholen können oder so. Ich will erstmal wissen, wie ich das hier am dümmsten anstellen soll. Ach, es war eigentlich knapp. Also so halb. Bleibt mal hier. Wir probieren das jetzt erstmal. Aufgeben ist keine Option. Jetzt hat das. Oh Gott. Okay, wir haben es geschafft. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich hätte die Mudokons mitkriegen sollen. Ui. Können wir jetzt hier über das Ding holen, oder was?
sind wir zumindest geschützt, was den Scharfschützen angeht. Sieht erstmal gut aus. Ja. Okay, so ist also der Plan. Wäre witzig gewesen, wenn wir jetzt gestorben wären wegen Fallschaden. Bei meinem Glück hätte das definitiv passieren können. Wie viele Züge hier fahren, ne? Wahnsinn. Ihr kommt wieder mit. Wir warten, bis der Zug durch ist. Und jetzt Beeilung. Jetzt müssen wir uns mal hier verstecken, weil der Sniper gerade oben ist. Wir warten noch ab, bis der wieder rüberschwenkt. Genau jetzt. Und dann kommen wir alle hier rein. Sehr gut. Und wir können rüberfahren. Ja, so ein Checkpoint mal zwischendurch wäre echt eine Option. Ah, ich weiß nicht, wie weit ich rüber kann. Sollen wir die erstmal noch lieber alle warten lassen? Ich glaube ja, ne? Lassen die mal lieber warten. Müssen wir mal gucken. Hier kommt gleich Zug. Sniper-technisch sind wir jetzt hier erstmal soweit safe, ne? Sieht gut aus. Das heißt, ich kann hier rüberspringen. Na gut, hier kommt gleich wieder ein Zug. Kommt hier irgendwo ein Checkpoint? Den wirklich lieben gerne, aber ich habe Angst, dass dann wieder hier Missionsschluss ist. Wir keine Chance haben, die Mudo-Kunst zu retten. So, ihr kommt noch mit. Dass die mal alle 5 Dollar wollen? Verstehe das nicht. Kommt mit rüber, kommt hoch. Ein bisschen schneller. Kommt schon. Danke. So, hier rüber. Ihr kommt mit. Oh, ich glaube, wir waren zu spät dran. Es könnte sein, dass es die erwischt. Könnte sein, dass es sie erwischt. Ach, shit. Entschuldigung. Nee, wir warten jetzt nochmal. Ärgerlich eigentlich, sonst hätten wir alle hier bekommen. Aber das Level sieht eh nicht so gut aus, was Mudo-Kunst angeht. So, mitkommen. Mitkommen. Springen. Überkommen. Los, 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 los. Ich sag's euch, die erwischt bestimmt gleich alle. Es war so klar. Gut, wir hätten irgendwie erst runtergehen müssen, die warten lassen. Ja, wir haben nicht ein Mudo-Kun gerettet, oder? Na gut, 2 Weiße stehen unten. Oh je. Ich hoffe, hier wäre es brutal gewesen. Es ist so ärgerlich, aber ich möchte es auch ehrlich gesagt nicht nochmal machen. Tut mir wirklich leid. Drück. Drück. Wir haben es geschafft. Ach, es waren so viele Mudo-Kuns, ne? Kurz zum Schluss. Was will man machen? Der Zug hält. Geht die Tür jetzt hier drüben auf? Dürfen wir einsteigen? Wir dürfen. Ich glaube, wir haben die Mission beendet damit. Ja, haben wir. Ja, Erfolg würde ich es nicht unbedingt nennen. Wir haben 2 Mudo-Kuns gerettet, ne? 2 von 25. Das Quama ist schlecht. 12 Mudo-Kuns getötet, 17 Slicks getötet. Ja, war definitiv keine Mission, auf die ich gerne zurückblicken werde. Aber ja, was soll's. Ziel ist, dass wir hier durchkommen, ein bisschen Spaß dabei haben. Und wir müssen nicht alles 5er machen, nur damit die Zahlen am Ende passen. So, wir machen auf zur nächsten Mission. Diesmal gar keine große Videosequenz. Das Gegengift ist in greifbarer Nähe, aber du musst es auf den Zug schaffen. Hinweis, verliere den Gegengiftwaggon nicht aus den Augen. Okay. So, da hinten dieses Paket an dem Kran dran. Da stand ja, das ist unser Package. Wir können gerne nochmal gucken. Da steht's. Das wird's wahrscheinlich sein.
Wo jetzt da steht, wir sollen den. Dann da, wir sollen den Zug nicht aus den Augen verlieren oder den Waggon? Den Gegengewaggon, okay. Dann haut's hin. Was haben wir hier? Zugterminal, Lagerplatz, Frachtkran. Wir müssen zum Frachtkran. Ich glaube, das wird schon wieder ein ganz schön großer Weg. Radio. That's right. Prices of all the usual food staples you come to know and love are set to skyrocket after the destruction of Rupture Farms by the greedy CEO, Moloch, currently on the run from authorities. Thanks to this glutton's greed, households are going to have to shell out more moolah when supply is down and demand is up. It's only a matter of time before this affects everyone, with prices expected to rise to an all-time high. Other factories are working double time to try and keep the cost of meat as low as possible for you, the consumers. But reports flooding in suggest that's not enough and the pain is coming. Will you be paying through the nose for your Paramite pies? It looks like it. Und da hat er zu Ende gequatscht. So, uns fehlen noch 3 Moolah, aber die werden wir jetzt wahrscheinlich hier gleich kriegen, wenn wir Pfandflaschen zurückgeben. Ich habe eigentlich auf eine schöne Videosequenz gewartet. Nach Missionswechsel, aber war leider nicht drin. Naja. So, wie viel kriegen wir denn? 59 Moolah haben wir wieder zusammen. Dann können wir die 3 restlichen hier unten bezahlen. Und das Spiel lässt uns weiter. Birg den Zutatenbehälter am Frachtkran. Was brauchen wir hier? Kupferdings. Ne, Kupfer haben wir. Wir haben eine Gebräunate. Ich fasse es nicht. Sobald du weißt, wie du es anstellen musst, wirst du feststellen, dass diese köstliche, hochentzündliche Flüssigkeit mit einer Flamme versehen werden kann, damit sie sich beim Aufprall entzündet und dir wertvolle Sekunden verschafft. Okay. Endlich haben wir sie. Ich dachte schon, wir waren die ganze Zeit so blöd. Also, wir haben ja das Rezept schon relativ lange, aber uns haben ja immer die Desinfektionstücher dafür gefehlt. Ah, ich will die so gerne ausprobieren. Ich werde aber von hier wahrscheinlich nicht treffen. Konnte ich denn das abbrechen? So. Einfach nur Taste loslassen. Jetzt müssen wir mal gucken, was passiert, wenn ich hier drauf stehe. Achso, es kommt einfach nur Nebel. Also wirklich ausreichend tut er nicht. Doch, jetzt. Neuer Nebel bitte. Bleibt der jetzt für immer? Ich hoffe. So, Gebräunate. Reicht's, wenn wir das da unten anfackeln? Komm, wir werfen erstmal direkt auf so einen Slick. Okay. Nicht so geil. Näher ran kommen wir leider nicht. Boah, die kann er ja aber... Es bleibt nicht für immer. Die kann er aber nicht weit werfen. Ey, da war doch schon Qualm. Komm, übertreib's doch nicht. Gut. Wir müssen langsamer machen. Ja gut, dann bringt die Gebräunate hier erstmal... Wir haben normalen Stein? Hatten wir denn... Ich glaube, wir hatten den schon mal, oder? Ja, wir können die Gebräunate leider nicht so weit werfen. Also gucken wir mal, dass wir hier mit Steinen oder sowas in der Richtung weiterkommen. So, neuer Qualm. Bumm. Bumm. Oh Gott, das zieht ja gar nichts ab. Muss ich ja alle Steine werfen. Ich glaube, Steinbonbon wäre besser. Vor allem, der steht da, es tut ganz schön weh. Das habe ich gesehen. So, das heißt, wir können jetzt erstmal hier lang rennen. Wir hätten es wahrscheinlich auch ohne Dings geschafft. Nee, ah, ja, ich habe dich doch gesehen in der Sekunde. Entschuldigung. Och nö, jetzt gucken die auch noch in die andere Richtung. Vorne ist gleich der nächste Checkpoint. Wir müssen eigentlich nur warten, bis der ein Stück vor ist. Vielleicht ein bisschen rollern. Jetzt ist er auf einmal weg, okay. Na gut, so, Checkpoint haben wir. Irgendwas kommt hier. Ich bin mir nicht sicher, ob wir warten sollen, bis es da ist oder ob wir vorher drüber springen sollen. Aber es kommt eh nicht bis ganz hinter, so wie es aussieht. Birgt den Kran und Zutatenbehälter. Wissen wir alles schon? Nö, ist bloß so nebenbei zum Angucken, aber hat keine spielrelevanten Ereignisse. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich die Scharfschützen im Spiel nicht mag? Die sind halt auch immer so flink, ne? Sind echt gut ausgebildet. Aber diesmal ging es. Es ist die Frage, ist oben der normale Weg oder ist hier unten der normale Weg? Wir laufen erstmal hier ein Stückchen lang und gucken dann mal.
ob wir hier irgendwo rauskommen oder ob es das Geheimareal ist. Leere Flaschen, Mulas, Blechdose, Waschmittel. Okay, also Nebelschleier werden wir wahrscheinlich brauchen. Ist das Geheimareal. Oh, die sind alle krank. Wir brauchen Gegengift. Einmal hatten wir ja die ganze Zeit noch im Inventar. Mal gucken, ob wir das jetzt trotzdem mit den... Können das trotzdem machen. Brauchen nicht direkt das Gegengift. Natürlich helfen wir euch. Kann sein, dass ihr auf dem Weg vielleicht sterbt, aber zumindest wart ihr erstmal wieder kurz gesund. Das ist doch auch schon was wert, oder? So, naja, dann haben wir die hier alle gerettet. Machen jetzt erstmal Schluss mit der Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir haben endlich das letzte Level geschafft. Das war wirklich sehr, sehr schwer teilweise. Und dann gucken wir mal, ob wir hier den Frachtkran mit den Zutaten der Heilmittel bald erreichen. Morgen 12 Uhr geht's weiter. Bis dahin. Macht's gut.